Gegenwärtig erleben wir die größte Streikwelle in Europa seit mehr als einem Jahrzehnt. In Großbritannien gab es einen richtigen Winter der Unzufriedenheit mit großen Streikbewegungen. Wir erleben die Massenproteste gegen die Rentenreform in Frankreich. In Ländern wie Portugal oder Dänemark wird über einen Generalstreik nachgedacht. Und auch die aktuellen Tarifrunden in Deutschland, insbesondere auch die Warnstreiks im öffentlichen Dienst, laufen mit beachtlichem Rums. Es ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Denn schon seit Jahrzehnten befinden sich die Gewerkschaften europaweit, aber auch in Deutschland in der Defensive. Mitgliederzahlen brechen ein, die Tarifbindung schwindet, die gesellschaftliche Durchsetzungsmacht ist gesunken. Auf unserer 5. Konferenz Gewerkschaftliche Erneuerung wollen wir vom 12. bis 14. Mai an der Ruhr-Universität in Bochum mit über 1000 Kolleginnen und Kollegen darüber diskutieren, wie Gewerkschaften wieder in die Offensive kommen können. Wir wollen die Tarifrunden auswerten, wir wollen Erfahrungen mit dem Organizing und mit innovativen Methoden zur Stärkung von Beteiligung in den Gewerkschaften besprechen. Es haben sich bereits über 1000 Kolleginnen und Kollegen angemeldet. Es verspricht, die größte Konferenz dieser Art in Deutschland seit Jahrzehnten zu werden. Sei auch du dabei, melde dich an und komm mit zu uns nach Bochum, 12. bis 14. Mai, wenn es heißt, in die Offensive, Gewerkschaftsarbeit in Zeiten von Klimakrise und Inflation.